Ja, moin moin, mal wieder ganz herzlich zurückgekommen auf dem Kanal. Und ich habe gesehen, dass wir die 900 geknackt haben und jetzt auch ein bisschen über den 900 sind. Und deswegen wollte ich einfach mal kurz ein kleines Danke-Video hier einmal raushauen. Und ja, ihr merkt, falls meine Stimme ein bisschen schlecht ist, ja, nachdem ich ja erst die erste Woche, also vor 2 Wochen quasi flach gelegen habe im Magen-Darm, ist meine Frau dann irgendwie nach Hause gekommen von der Arbeit und lag seit einer Woche mit Schnupfengrippe und Fieber. Und jetzt scheint so, als hätte Väterchen Nörgel das auch auf mich wieder übertragen. Und ja, egal. Wie gesagt, soll nicht euer Problem sein. Ich habe mich nur einmal kurz vom Sofa geschält, deswegen nicht wundern, wenn es ein bisschen komisch ist. Ich wollte mich bedanken, wie gesagt, für 900 Abos. Ist keine Selbstverständlichkeit, dass man in einem Nischen-Hobby so viel zusammenkriegt. Und ja, ich freue mich auf alle Fälle. Das fluktuiert ja immer so ein bisschen, aber wir sind mittlerweile wirklich Richtung Tendenz 1000 und das freut mich noch mehr. Wäre super, wenn wir die 1000 dann irgendwann mal auch zusammen hinkriegen. Und ich denke mal, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, ich darf auch im Namen von meiner Frau und von Benjamin mich bedanken bei euch an der Stelle. Und ja, vielen Dank, dass ihr immer auch fleißig kommentiert und auch beim Spielkartell im Stream immer so fleißig dabei seid und mit mir sprecht und interagiert, finde ich total super. Und ja, ich finde, es hat sich auch ein bisschen was getan auf dem Kanal, so, also es soll jetzt kein Eigenlob sein, aber wenn man mal so ein bisschen guckt, ich habe letztens mit dem Benjamin noch drüber gesprochen und der sagte, ich gucke mir immer als erstes das erste Video von eben dem Kanal an, wenn das dann noch online ist. Und ich habe mal jetzt noch draufgelassen tatsächlich. Und das ist schon so ein kleiner Unterschied. Ja, ne, dann ist man schon ein bisschen lockerer mittlerweile, so am Anfang. Ich zeige euch hier mal so ein paar Karten und ne, ganz lange Zeit war ich ja auch nicht vor der Kamera. Das habe ich jetzt ja auch erst kürzlich gemacht, muss ich sagen. Ich glaube, das erste Mal war wirklich vor einem Jahr beim Spielzug oder so. Und das war dann auch nochmal was ganz anderes. Und ja, ich finde, man wächst so mit seinen Aufgaben, wie das halt nun mal im Leben so ist. Und ich bereue es auch nicht. Bis jetzt waren die Kommentare immer sehr freundlich von euch und auch konstruktiv und wir haben echt eine coole Community und ich freue mich halt, dass ich da so ein bisschen was zu beitragen kann. Klar, es ist immer noch ein bisschen eingeschränkt alles, weil, wie gesagt, das, was ich euch biete, das kann ich nur A in meiner Freizeit und B von meinem Privatgeld halt machen. Und ja, gut, ist halt so, können viele kleine Kanäle nur so machen, nur ich versuche halt immer das möglichst breit auch zu fächern, dass ich euch möglichst viel zeigen kann. Und durch den Kanal, ich möchte nicht sagen, kaufe ich mehr Scheiße, ja, vielleicht ein bisschen halt, ne? Man nimmt dann halt irgendwie noch einen Teil mehr, eine Box oder irgendwie bei Magic zum Beispiel Planeswalker Deck oder so, dass man mal was zeigen kann oder auch was spielen kann oder mal ein Regelwerk hier zum Reingucken oder da zum Reingucken und ja. Trotzdem bereue ich es nicht. Ich habe richtig Spaß dabei und ich würde es auch für weniger Abonnenten tun, muss ich sagen. Entschuldigung. Was halt wirklich cool wäre, wenn man das so auf dem Level irgendwie hinkriegen würde, wie zum Beispiel der Tobi von Wir im Brezel Tabletop das mittlerweile hat, dass man ab und zu mal eine Box zugeschickt kriegt, die man rezensieren kann oder sowas in der Art. Und ja, das wäre schon eine feine Sache. Da könnt ihr euch nämlich dann halt noch mehr bieten. Und ja, das würde dann halt nicht meinen finanziellen Rahmen sprengen. Technisch, ja, ich denke mal, ihr habt es gesehen, über die Zeit ist ein bisschen mehr geworden. Und es ist jetzt zum Beispiel die zwei Kameras, die zwei Webcams habe ich angeschafft für den Stream extra, dass man jetzt auch halt zum Beispiel beim Maltisch irgendwie eine kleine und eine große Kamera hat. Ich habe jetzt kürzlich ein Greenscreen investiert, zwar nicht das teuerste Modell, aber immerhin, ne, so ein kleines. Und ja, ne, ich finde, das bringt auch viele neue Möglichkeiten und das macht auch Spaß, da irgendwie vor rumzuhampeln, beziehungsweise nachher da was reinzuschneiden. Ist schon eine ganz coole Sache, werdet dann Zukunft noch öfter sehen. Ja, dann meine Frau, wie gesagt, die ist ja auch so ein bisschen mit dabei, im Moment aktuell jobtechnisch überhaupt nicht drin, dass sie da viel Zeit investieren kann. Der Benjamin ist ja uns zur Verstärkung dazugekommen, was mich sehr gefreut hat. Der macht das auch recht gut mit seinen Regelvideos und so weiter und so fort und der hat ja auch noch mehr in Planung. Und ja, ich hoffe, dass wir auf alle Fälle auch in Zukunft schön konstanten Content bieten können, der halt auch in die Breite geht, aber auch das eine oder andere Kernthema dann mal vertiefen kann. Und ja, so ist das alles. Wie gesagt, Ziel ist erstmal die 1000 und freut mich, wenn ihr, also würde mich freuen, wenn ihr weiter so schön kommentiert und dabei bleibt und vielleicht auch noch weiter erzählt, dass es uns gibt und das, was wir so tun. Und ja, dann denke ich mal, sollte der 1000 nichts im Weg stehen. Und wenn wir dann noch mal ein Jährchen weiter gucken oder anderthalb, dann sind wir vielleicht auch bei der 2000 und dann haben wir vielleicht auch die Chance, dass wir von außen mal so ein bisschen was
dazu kriegen, dass wir die Themen noch breiter gestalten können, beziehungsweise mehr, mehr Basismaterial zur Verfügung haben. Also sprich, was man rezensieren kann, wo man reingucken kann und was man da vielleicht mal zusammenbauen kann oder Let's Playen. Irgendwie so, ne? Aber, ne, steter Tropfen lässt das Bein. Wir arbeiten weiter und stecken da halt unsere Zeit, die wir haben, rein. Seht's uns nach, wenn die Videos vielleicht ab dem nächsten Jahr, ich will nicht sagen unbedingt viel weniger werden, sondern sich ein bisschen anders verteilen von der Gewichtung, weil ich nächstes Jahr meine nächste Fortbildung anfange und auch sonntags irgendwie dann noch los darf. Deswegen muss ich mal gucken, wie ich das mache, aber der Kanal wird auf keinen Fall zu kurz kommen und alle 2 Wochen streamen bleiben auch auf alle Fälle bestehen. Und ja, ich werde mal gucken, irgendwie kriegt man das ja als Süchtiger, ne? Kriegt man ja immer seine Sucht irgendwo noch dazwischen. Und der Kanal ist auch mittlerweile zur Sucht geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Es macht irrsinnig viel Spaß und ja, deswegen bleiben wir auf alle Fälle am Ball und also ne, ich auf jeden Fall. Und ich hoffe, euch gefällt das so, was wir so treiben. Ansonsten bleibt mir nur zu danken und mich wieder hinzuhauen, ein paar Pillen zu futtern. Irgendwie ein bisschen auch was mit ein bisschen Power, nicht so Homöopathie oder so. Da halte ich nicht so ganz viel von, wenn man sich diese Verteilung da anguckt. Ne? Die rechnet das ja auf Hundertstel Teile runter, so ein Tropfen auf 99 andere Tropfen und das wird dann nochmal potenziert. Ja, wenn man das dann irgendwie hoch 6 oder auch 10 hat, dann ist zum Beispiel der Anteil an Seniorenurin im Freibad höher als die Medizin in der Pille und das bringt meiner Meinung nach nicht ganz das meiste. Aber bleibt ja jedem selbst überlassen, der Placebo-Effekt ist ja auch immer gut, ne? Deswegen, ich hau mich wieder hin, ich bin raus, ich sag nochmal Danke, auch im Namen von den anderen beiden, die mich hier tatkräftig unterstützen und schaut gerne auch heute auf dem Kanal. Ich habe vorhin das Video von Benjamin, das neue veröffentlicht. Da geht es wieder um Sails of Glory, um die Standardregeln. Und das kam mir auch sehr gelegen, weil ich werde mich heute noch ein bisschen schonen, weil ich ja wie gesagt schon vorletzte Woche auf der Arbeit ausgefallen bin und ich wollte eigentlich diese Woche nicht schon wieder zum Onkel Doktor rennen müssen und meinem Chef dann sagen, ja, diese Woche ist schon wieder Essig mitarbeiten. Aber nee, ne? Deswegen gibt es heute von Benjamin, der hat sich da auch sehr viel Mühe mitgegeben, schaut da rein, top erklärt wieder. Und gut, jetzt bin ich endgültig raus. Ich hoffe, dass wir uns bei den 1000 wiedersehen beim nächsten Danke-Video. Da gibt es dann auch eine schöne Verlosung wieder. Und ich bin raus. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.